Sie sehen nun die Neujahrsansprache von Meerschweinkanzlerin Nala. Liebe Mitmeerschweinchen und normale Schweinchen, 2020 ist ein Jahr über uns gekommen, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Normales Verhalten wurde kein Risiko, aber 2020 wurde ein Jahr des Lernens. Es verlangt ungeheure Geduld, sich auf diesen historischen Kraftakt einzulassen. Dafür danke. Ich kann nur mitfühlen, wie es ist, um ein Tier zu trauern. Meerschweintheorien sind gefährlich und ich stehe gefährlich da an der Klippe dran. Die Meerschweinwehr hat dazu beigetragen, dass unser Meerschweinleben weiter stattfinden konnte. Die Haltung der Meerschweinchen hat uns Tieren manches erspart. Die gefütterten Meerschweinchen lassen mich hoffen. Auch ich werde fressen, wenn ich an der Reihe bin. Wo ist die Möhre? Ich will jetzt. Die Aufgaben bleiben gewaltig. Die Meri-Regierung lässt euch nicht allein. Wir entwickeln mutige Ideen für die Zukunft, damit alle Tiere von der Gerechtigkeit profitieren können. In der globalisierten, meerschweinisierten Welt. Der Winter bleibt hart. Wir müssen uns an die Regeln halten. Und jetzt noch was in eigener Sache. Das hier war voraussichtlich nicht meine letzte Ansprache. Alles Gute und macht's gut. Sie sahen die Neujahrsansprache von Meerschweinkanzlerin Nala. Tschüss.